Okay, jetzt habe ich hier unten Stromgenerator gestartet. Und das Blöde ist, es ist jetzt so laut, dass ich nicht mehr orten kann, wo er jetzt ist. Aber dem Grizzlen zu urteilen, ist er ganz in unserer Nähe. Okay. Gut, dann mal gucken, was dieser Stromgenerator gemacht hat. Hier ist noch ein Schloss vor. Ah, guck mal. Die Tür ist von gelb auf von rot auf gelb gesprungen, so rum. Sicherheitstür aufgeschlossen. Ah, guck mal. So, wo sind wir denn hier? Schick, schick. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Soll ich hier jetzt runterspringen? Ich versuch's einfach mal. Hep! Ah, okay. Ich kann ja nicht schwimmen, ich kann ja nur unter Wasser gehen. Aber ich kann auch nicht ertrinken, da wir ja einen Schwimmanzug anhaben. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt vor diesem komischen Terry Ruhe haben. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So, wo sind wir denn hier? Beziehungsweise, wo können wir denn hier hin? Da leuchtet es grün. Da geht eine Leiter hoch. So, Taschenlampe. Ganz schwach unter Wasser. So, ist das eine Tür? Das ist eine Tür, aber keine Ahnung, ob die aufgeht und wie wir die aufbekommen. Ich versuche mal, hier noch irgendwie eine Leiter zu finden, wo wir nach oben kommen. Aber irgendwie gibt es hier keine. Außer die, die wir da vorne schon hatten. Ich gehe mal hier hoch. So, hier können wir auf jeden Fall höher hoch. Höher hoch. Höher. Ja, höher eben. Ah, hier geht's ganz weit nach oben. So, und hier sind wir auf einem Podest. Das scheint schon mal richtig zu sein. So, hier kann ich nicht dran springen. So. Komme ich da drüber? So, ich gehe mal hier weiter nach oben. Ich denke mal, ich muss da oben raus. Hoffe ich. Aber irgendwie kann ich die Leiter hier nicht greifen. Das heißt, ich komme... Ah ja, ich gehe erstmal hier hinüber. So, steige hier wieder hinab. Und ich muss mal ganz kurz räuspern. So. Vorsicht, Vorsicht. So, da unten ist eine Tür, aber ich weiß nicht, ob wir die aufbekommen.
So, hier komme ich auch nicht hoch. Die Leitern kann ich auch nicht benutzen. Gut, dann werde ich mal hier unten auf die Plattform springen. Und mich wieder verletzen. Aber dieses Gitter bekomme ich auf und hier kann ich auch reingehen. Und mal gucken, wo uns dieser Gang hinführt. Eine weitere Tür. Okay, die ist zu. Nochmal gucken, ob wir hier wieder so ein... Haha, genau das habe ich gesucht. Dann heilen wir uns mal schnell. Dann haben wir wieder eine wunderbare Sicht. Und ich hatte schon lange keinen Speicherpunkt mehr. So, was haben wir denn hier? Ein Hebel. Emergency Flush. Okay, den kann ich nicht mehr benutzen. Und zum Glück haben wir nicht mehr dieses Monster an der Backe. Oh, scheiße. Oh. Wir sind in einer Klospülung. Der hat es nicht so gut getroffen. Ich guck mal, ob ich ihn mal einfangen kann. Vielleicht für einen Thumbnail. Ich guck mal kurz. Machen wir das so. Touchen wir die Hand an sein Gemächt. So oder so. Okay. Ich fasse ihn mal an. Okay, der hat es nicht so gut getroffen. Ich guck mal, ob ich hier wieder zurückgehen kann. Einfach nur mal ums zu testen. Ja, aber ich denke, da vorne komme ich nicht mehr hoch. Genau, okay. Haben wir das auch probiert? Gut, dann sind wir jetzt wieder draußen. Endlich. Zeit wird es. Und ich hoffe, jetzt haben wir Ruhe vor diesem komischen mutierten Terry-Typen. Er war dann doch etwas nervig. So. So, dann mal gucken. Speicherpunkt, wo wir jetzt hier wieder hinkommen. Nun gut. Huch, dann lass uns mal Omikron finden. Ich mach mal die Taschenlampe wieder aus. Brauchen wir jetzt hier nicht. Da oben haben wir ein paar Fische. Und was sind das für Kuppeln? Sah auf den ersten Blick sah es aus wie Unterwasserminen. Okay, Stromausfall. Wieder mal kein Strom. Gut. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Knopf finden, wo wir den Strom wieder anschalten können. Was auch immer diese Teile dann machen. Ah, guck mal hier. So, hier können wir uns heilen. Ich weiß aber nicht. Flieg! Okay. Ich weiß nicht, ob wir angeschlagen sind. Ich heile mich einfach mal. Einfach mal. Proforma.
Okay. So, was haben wir denn hier oben? Das sieht aus wie irgendwelche Generatoren. Aber nichts davon ist benutzbar. Ich guck mal zu dieser komischen Glocke. Da können wir reingehen. Und das werde ich auch gleich mal tun. Vielleicht finden wir da einen Knopf, um das Ganze hier wieder anzuschalten. So, Stromausfall offline. Ah. Okay, wir können aber... Ich weiß nicht, ob wir es... Nee, wir können es damit nicht wieder anschalten. So, was haben wir hier? Können wir auch nicht drehen. Okay, nichts geht ohne Strom. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir den Strom hier anschalten können. Die Luke ist zu. Kann ich auch nicht benutzen. Okay. Dann müssen wir hier später wieder her. Wenn denn der Strom läuft. Wir müssen erstmal gucken, wo der Strom anzuschalten geht. Okay. Ich folge einfach mal diesem Kabel hier. Hier rechts ist noch ein großes Gebilde. Da führt das Kabel auch hin. This is Omicron. Hope they save me a diving suit. Hier liegt schon wieder ein Toter. This is why they didn't answer our call. Hello! Bryce Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones! Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Immer noch Stromausfall. Gut. Wo zum Geier können wir den Strom anschalten? Ich denke, das wird unser letztes Ziel sein. Was haben wir hier? Das ist nichts. Da gab es gerade ein kurzes Texturenflackern. Das ist das, wo wir vorhin waren. Wo geht der Strom an? Geht der Strom vielleicht hier oben an? Was leuchtet da hinten so? Das ist nur eine normale Lampe. Aber warum leuchtet die hier? Ah, das sieht doch aus wie ein Weg. Oder bin ich etwa... Ich bin von da gekommen. Genau. Gut, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Aber ich gehe mal nicht von aus. Hier blubbert noch unser Kumpel, der es leider nicht geschafft hat. Ich guck mal, ob dem an dem Abflussrohr vorbei. Ja, da unten ist irgendwas, aber es scheint wohl doch nur ein Texturfehler zu sein. Gut. Wo machen wir den verdammten Strom an? Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, hier leuchtet doch alles, also ist der Strom noch irgendwie an.
So, ich gehe mal hier rechts am Rand entlang. Vielleicht finden wir ja da irgendwo den Lichtschalter. Aber ich denke eher nicht. Aber sicher ist sicher. Hm. Gut. Da ist wieder unsere Saugglocke. Ich guck mal, ob ich dahinter vielleicht noch weiterkomme. Na, irgendwas ist da noch, aber ich traue mich da nicht wirklich runter. Oder ist das das Ding, was wir da vorhin gesehen haben? Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Ding, was wir vorhin gesehen haben. Werden wir doch sehen. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Ah, guck mal, da unten ist eine Türe. Aber die scheint wohl... Oh, oh. Okay, die Tür ist zu. Und irgendwie raschelt schon wieder mein Bildschirm. Aber warum? Hm. Wo geht's hier weiter, verdammt? Ich habe mir hiervon so viel versprochen. Okay. Hier gibt es also auch keinen Lichtschalter. So, da kommen wir nicht hoch. Die Tür ist ebenfalls verschlossen. Wegen Strommangel. Hm. Okay, dann werde ich mal hier nochmal speichern und ein bisschen außerhalb der Aufnahme weitersuchen, um euch nicht... so ewig hinzuhalten. Okay. Bis gleich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Genauere Untersuchungen waren noch nie meine Stärke. Und deswegen bin ich nochmal in die Kuppel zurück. Also in diese Saugglocke. Ja, und habe Folgendes entdeckt. Weil hier ist ja immer noch Stromausfall. Hier könnten wir theoretisch mit unserem Omni-Tool schwenken. So. Und wir denken mal ein paar... Minuten zurück, sag ich mal. Ich weiß ja nicht, welche Folge das jetzt ist. Und wir hatten doch in der einen Szene diese Klappe, die wir abnehmen konnten. Und dahinter war dieser komische Pumpschalter. Und was haben wir denn da? Manual Override. Und, oh, guck mal hier. Zack. Ich pack das mal beiseite. Da können wir einen Schalter umlegen. Ach nee. Before flushing, make sure to open valves and turn on the pump. So. Open the valves. Ah, okay, die Ventile können wir jetzt öffnen. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt die Druckpumpe. Pressure pump. Klack. So, die Türe nach unten ist zu und jetzt können wir den Hebel nach unten ziehen.